Hallo, heute kommt der lang ersehnte Fashion Haul. Ich war nämlich letztens in Stuttgart einkaufen und ich hatte mir überlegt, ob ich vielleicht erstmal warten sollte, bevor ich den Haul mache, weil ich gehe in ein paar Tagen nochmal nach Stuttgart einkaufen und da weiß ich, dass auf jeden Fall noch ein Teil mindestens dazukommt. Das hatte ich nämlich das letzte Mal nicht mitgenommen, weil es mir zu teuer war, aber irgendwie ist es mir jetzt doch nicht mehr zu teuer und ich will es unbedingt haben. Ja, deswegen dachte ich, soll ich vielleicht warten, bis ich den zweiten Einkauf in Stuttgart gemacht habe oder ich weiß nicht, aber dann dachte ich mir, eigentlich kann ich ja dann da nochmal ein Video machen. Das ist ja nicht schlimm und deswegen mache ich jetzt heute das Haul-Video von Stuttgart. Ich liebe Stuttgart. Ich war da schon ewig nicht mehr und ja, ist einfach meine Stadt. So, genau. Also wir waren das als erstes bei Mango. Da zeige ich euch auch gleich mal mein Herzstück, mein absolutes. Nämlich diese Jacke hier. Von Mango. Das ist so eine Jacke in Trenchcoat-Optik. Also es ist kein Trenchcoat, sondern so eine kurze Jacke mit einem Gürtel hier drin. Also sieht wirklich aus wie ein Trenchcoat, auch wenn man es anhat. Und da sind so Herzchen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, und das habe ich im Laden gesehen und ich war sofort Feuer und Flamme für diese Jacke. Und musste sie einfach haben. Also ich habe die gesehen und wusste sofort, die muss ich unbedingt mitnehmen. Ich zeige die euch auch noch mal kurz zugeknöpft. So, so sieht die zu aus. Ich zeige die euch mal, indem ich weggehe. Also hier ist der Gürtel und diese tolle Knöpfe in Gold. Und ja, das ist halt so ein tolles Beige und so sieht die von hinten aus. Da hier dieses Teil, das finde ich auch super schön. Also ja, ich war sofort verliebt in diese Jacke und die hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Ja, genau. 49,99. Ach ja, und die Sachen, die ich euch jetzt zeige, die sind alle aus der aktuellen Kollektion. Also die sind momentan alle noch zu haben. So. Ja, das ist die Jacke. Dann geht es weiter. Also ich habe bei Mango nochmal was gekauft, nämlich diesen Pulli hier. Den zeige ich euch auch mal kurz. Also, das hier ist der Pulli. Der ist so ein bisschen so schwarz-grau und dann so goldglänzend. Also wirklich sehr, sehr schön. Genauso, wie ich das eigentlich mag. Ja, und hier vorne. Ja, ist eigentlich ein ganz normaler Pulli. Und der hat 39,95 oder so gekostet. Also an die 40 Euro circa. So, dann war ich noch bei H&M und habe mir ein ganz normales Tuch gekauft, weil ich dachte, das kann man ja einfach immer mal brauchen. So ein ganz gewöhnliches Tuch für 7,95. Ja, dann noch diese Tasche hier. Ich habe unbedingt eine Unitasche gebraucht, weil ihr kennt ja die Geschichte mit meiner kaputten Tasche, die ich nicht mehr benutzen kann, die schwarze. Und ja, da habe ich dann halt die hier gesehen. Das schöne Stück. Also eigentlich war das ehrlich gesagt nicht so meine erste, weil das war eigentlich eher so eine Notlösung, weil ich halt unbedingt eine große Tasche brauchte. Und letztendlich, also das ist ja fast ein Weekender, also wirklich schon eine Reisetasche. Also als ich die im Laden sah, sah die irgendwie nicht so groß aus, weil die war halt so ein bisschen zusammengefaltet und da sah die einfach ein bisschen kleiner aus optisch. Ja, das ist also schon eine Riesentasche und ja, je länger ich sie jetzt gerade auch schon habe, desto mehr gefällt sie mir auch. Fällt mir eigentlich mittlerweile recht gut und die hat 34,95 gekostet. Und zum Schluss habe ich mir dann noch einen, wie sagt man dann dazu, genau, so ein Diffuser-Set gekauft. Also das ist so ein Ding hier, Dingens, so eine Flüssigkeit und dann steckt man da so Holzstäbchen rein und dann hat man halt, also das ist halt einfach ein Raumduft und die kriegt man meistens nirgendwo unter 10 Euro und jetzt bei H&M war das auf 5 Euro reduziert. Also von 9,95 auf 5 Euro. Ach, ich finde 10 Euro geht eigentlich auch noch, aber da bin ich schon etwas geizig. Also, ja, möchte ich nicht so viel ausgeben. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was das, wie das riecht. Also das ist White Blossom. Ich weiß gar nicht, weiße Blüte, wie das so riecht. Aber bei 5 Euro war mir das eigentlich, ja, wurscht. So schlecht kann das ja nicht riechen. Deswegen musste ich das mitnehmen für 5 Euro. Ja, das war mein Einkaufshaul. Der nächste kommt bestimmt, weil ich ja ein paar Tage wieder nach Stuttgart gehe und da, ja, da ist ein Teil, da ärgert es mich, dass ich es nicht mitgenommen habe, aber das werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch kaufen. Und als nächstes kommt dann auch noch ein
riesen Kosmetik-Haul. Also das ist ein kollektiver Haul und ja, also es hat sich schon einiges angesammelt in letzter Zeit und das zeige ich euch auch noch. Und dann freue ich mich auf euch in meinem nächsten Video. Macht's gut!